Hallo, ich bin Mohammed Abbas aus Ghana. Wir entdecken heute Duisburg. Das ist lustig. Egal, was es sein soll, ich mache mal ein Foto. Sehr abstrakt, ein Vogel. Entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch? Nein, leider nicht. Es gibt in Deutschland viele seltsame Dinge. Das hier ist eine Bank aus Blech und die sieht wirklich witzig aus. Jetzt geht's zum Hafen und den erkunden wir am besten mit dem Schiff, denn der Hafen ist einfach riesig. Ich bin zum ersten Mal auf so einem Schiff. Wirklich spannend. Das ist merkwürdig. Die Leute hier trinken nur Kaffee. Das gehört vielleicht zur deutschen Tradition. Kaffee, jede Stunde, jede Minute, das ist einfach zu viel. Schon wieder so etwas Verrücktes. Ich mache ein Foto. Deutsch ist schwer. Ich kann es nicht lesen. Nun geht es zur Kunst, im Museum Küppersmühle. Das mag ich besonders. Hier, diese Symbole, die erinnern mich an afrikanische Kunst. In Afrika habe ich so etwas Extremes noch nie gesehen. So groß und sehr schön. Das erinnert mich an eine Mumie. Sehe ich ihr ähnlich? Hier wurde Stahl produziert. Kommt mit. So, jetzt klettern wir mal hoch. Ich bin fertig, mehr als 50 Meter. Wie grün Duisburg ist. Bye bye Deutschland und Duisburg. Tschüss. Peace.